Also mein Name ist Suki, ich bin eine Rapperin aus Berlin und ich bin Hip-Hop-Aktivistin und mache Politikkrams außerhalb von Parlamenten. Ich bin Anna Groß, ich bin unter anderem Teilhaberin des Labels Springstoff, was so tolle Künstlerinnen herausbringt wie Suki. Ich mache seit 2002 politische Bildung, habe zuletzt das Projekt Nonazinet für die Amadeo-Antonio-Stiftung geleitet, mich im Rahmen dessen ganz, ganz viel mit dem Phänomen beschäftigt, dass auch Nazis rappen und meinen, das als Strategie nutzen zu können. Unser Workshop hieß: Wie rechts ist der Mainstream am Beispiel Rap? Ach ja, genau, wie rechts ist der Mainstream am Beispiel Rap? Und wir würden eigentlich dem Titel widersprechen und gar nicht von den Kategorien rechts, links, oben, unten, Schublade auf, Schublade zusprechen, sondern haben versucht zu zeigen, dass es bestimmte, eben am Beispiel Geschlecht und Männlichkeitskonstruktionen, bestimmte Phänomene im Mainstream-Rap oder im Hip-Hop allgemein schon seit den Ursprüngen von Hip-Hop immer wieder gibt, die sich widerspiegeln lassen, die bis hin zu Männlichkeit im Sinne von Patriot, ich bin deutsch, ich bin aus den und den Gründen hart und männlich, widerspiegeln lassen, die dann auch NS-Rappern zuspielen, die damit dann sagen, oh, da finden wir uns wieder, da rappen wir jetzt noch eins obendrauf und erzählen was von der Szene und ködern damit die Jugendlichen mit einer Jugendkultur, die sowieso funktioniert. Genau, das heißt sozusagen die Idee von Gewaltaffinität, männlicher Härte, männlicher Virilität, sexueller Macht und so weiter oder sexualisierter Macht tauchen in den verschiedenen Sphären auf und das ist sozusagen sowas wie eine innere Verbindung, dass halt eine bestimmte Form von Männlichkeit an verschiedenen Stellen auftaucht, nur dass sie halt unterschiedlich bemantelt ist. Unsere Erfahrung ist ganz viel in Workshops mit Jugendlichen, dass natürlich jede Sprache, die im Hip-Hop eine Rolle spielt und die damit eben auch in so einer Art von Mainstream-Pop-Musik oder so eine Rolle spielt, sich auch in der Sprache der Jugendlichen widerspiegelt. Sprache ist Teil des sozialen Handelns, was aber nicht heißt, dass alle, die gewaltaffin sexualisierten, sexistischen Rap hören, auch in ihrer Persönlichkeit das in Gänze übernehmen. Man muss den Leuten da auch schon ein bisschen was zutrauen, dass sie doch unterschiedliche Sachen rauslesen können, aber es hat halt das Potenzial und das ist eben das Problematische daran. Also es gibt sehr wohl Jugendliche, die einfach die nicht die Gelegenheit hatten, eine kritische Medienrezeption zu erlernen. Meine Position ist ein bisschen komplex, weil ich halt einerseits sozusagen Rap analytisch, theoretisch beleuchte und darüber halt spreche, sozusagen in Vorträgen und so weiter, andererseits mit Jugendlichen praktisch arbeite, das heißt sozusagen die Vermittlung zwischen Theorie und Praxis innerhalb von pädagogischer Arbeit versuche und halt auch noch selber Mucke mache. Und das ist halt vielleicht ein bisschen viel, vielleicht wäre das eigentlich schlauer, wenn ich nur Mucke produzieren würde, mich theoretisch gar nicht dazu äußere und halt einfach nur sozusagen versuche, ein besseres Beispiel zu sein, aber ich bleibe halt auch in diesem Meckermodus verhaftet, weil ich einfach auch nicht anders kann, weil es mich natürlich auch ankotzt und ich halt Interesse daran habe, darauf aufmerksam zu machen. Thank you.